Und zugeschaltet ist mir jetzt der Militärexperte Thomas Wiegold. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ich grüße Sie. Ja, guten Tag. Herr Wiegold, der Al-Qaida-Chef wurde getötet mit einer Drohne und zwar nur er, sagen die USA. Also auch seine Familie war nicht dabei, ist nicht unter den Todesopfern. Geht das? Gibt es Drohnen, die so gezielt eingesetzt werden, dass wirklich nur diese eine Person getötet werden kann? Oder muss die Familie einfach weiter entfernt gewesen sein? Nein, es gibt solche Drohnen, die haben die USA extra für diese Zwecke entwickelt. Das ist die sogenannte R9X, eine Variante der bekannten Hellfire-Raketen, die von Drohnen abgeschossen werden. Und diese Rakete hat die Besonderheit, sie hat keinen Sprengkopf, wirkt also durch die Aufschlagsenergie und sie fährt mehrere Klingen aus, kurz vor dem Einschlag ins Ziel. Deswegen gibt es auch die Bezeichnung Ninja-Drohne, also eine Drohne, die dafür optimiert ist, einzelne Menschen zu töten und die Umgebung möglichst wenig in Mitleidenschaft zu ziehen. Wenn wir mal größer gedacht auf einen solchen Drohnenangriff schauen, wie sieht der aus? Wie weit entfernt wird diese Drohne gesteuert? Wie lange dauert so etwas? Wie kann sie auch bestückt sein? Nun, diese Drohne kann gesteuert werden von überall auf der Welt. Das kann aus den USA sein, das kann aus der Region sein. Unklar ist bislang, von wo diese Drohne gestartet ist. Das US-Militär hat einen entsprechenden Stützpunkt am Golf. Es soll sich aber eben nicht um eine Drohne des Militärs handeln, sondern um eine Drohne des Geheimdienstes CIA. Und die Frage ist in der Tat, wo kam sie her? Ist sie in der Nähe, in der Region aus Pakistan, aus einem zentralasiatischen Land in Marsch gesetzt worden? Sicher ist auch, das Ganze hat eine lange, umfangreiche Beobachtung bedingt, die dazugehört, dieses Ziel, also diese Person aufzuklären und auch herauszufinden, wann ist sie genau am richtigen Ort und wann ergibt sich die Möglichkeit für einen Angriff. Also da sind etliche Details noch unklar, die vielleicht in nächster Zeit herauskommen werden. Das war ja bei anderen Drohnenangriffen der USA nicht anders. Aber man kann sagen, die USA haben lange darauf hingearbeitet und diese Attacke sehr zielgerichtet durchgeführt. Sie haben es gerade gesagt, das war eine CIA-Drohne und keine des Militärs. Bei Osama bin Laden war das ja anders. Da war das ein Schlag des US-Militärs. Welchen Unterschied macht das? Was kann man da möglicherweise daraus ablesen? Naja, es gibt verschiedene Deutungsmuster. Das eine ist, dass die USA bislang bei solchen Angriffen des Militärs auch hinterher das öffentlich bekannt gemacht haben, gesagt haben, wir waren es, wir haben das getan. Das ist bei Angriffen des Geheimdienstes nicht immer der Fall gewesen. In diesem Fall dürfte es also andere Gründe haben, nämlich, dass diese Art von Drohne bei der CIA vorhanden ist, nicht beim Militär. Es ist ja keine Kriegswaffe im eigentlichen Sinne, wird in kriegerischen Auseinandersetzungen nicht eingesetzt, sondern dient ausschließlich der Tötung einzelner Personen. Also das kann ein Grund gewesen sein. Wir wissen natürlich auch nicht, inwieweit sowohl Militär als auch Geheimdienst zusammengearbeitet haben, sich ergänzt haben, was Aufklärungsmöglichkeiten angeht. Also haben Militärdrohnen das Ziel beobachtet, die CIA hat den Schlag geführt. All das ist im Moment noch offen. Aber man muss davon ausgehen, dass es Informationen direkt aus der Region gab? Ja, auf jeden Fall, denn ohne diese ganze Aufklärung, so etwas kann man nicht nur aus der Luft herausfinden. Da muss man Quellen am Boden haben, Leute, die einem Informationen stecken, die einen auf dem Laufenden halten, wie Bewegungen sind. Zur Erinnerung, vor etwa einem Jahr haben die USA ja schon einmal einen Drohnenangriff in Kabul geflogen, damals das Militär. Und am Ende stellte sich heraus, es war der
Mitarbeiter einer Hilfsorganisation, bei dem aufgrund der äußeren Umstände falsch vermutet worden war, er habe einen Terroranschlag vorbereitet. Hinterher klärte sich alles auf, alles, was er getan hatte, war seine normale Arbeit. Und ich denke, für die USA ist auch wichtig, gerade bei einem solchen Vorgehen hinterher öffentlich sagen zu können, seht her, wir haben diese Person ausgeschaltet, diesen Terroristen ausgeschaltet, aber wir haben darauf geachtet, dass andere Menschen nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden, schon gar nicht, dass vielleicht der Falsche getroffen wurde. Thomas Wiegold, vielen Dank für diese Einordnung. Gerne.